Und hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Das Schwarze Auge. Drakensang 2 am Fluss der Zeit. Ich befinde mich hier in der bosparanischen Ruine. Wir sind gerade dabei, die Reste der schwarzen Amazon, genau. Ich musste auf den Helm gucken, um den Namen zu kriegen, weil mir der arme Amazon gerade nicht eingefallen ist. Der Reste der schwarzen Amazonen einzusammeln, die wir hier jetzt schon einige Male gekämpft haben beim letzten Mal. Wir sammeln so ein paar Türöffnungsschlüssel. 3 Stück brauchen wir. Der vierte liegt schon. Einen haben wir erbeutet. Einen weiß ich, wo er ist. Und den dritten gehen wir jetzt gerade holen. So, Funkel kann auch mal wieder kommen. Flimflam. Amatrutz behalten wir. Und wir gehen Stück für Stück weiter nach vorne. So. Was finden wir hier noch? Nix. Gerade eben die Amazon überfallen. Jetzt haben wir hier noch ein paar Urnen. Vielleicht gibt es noch ein paar nette Münzen. Ja, genau. Sandstein und Münzen. Ich habe ja unheimlich viel Zeug angesammelt. Du da, halt! Und keinen Schritt weiter. Weißt du nicht, dass hier unten unsere dunkle Göttin darauf wartet, von ihren treuen Dienerinnen wieder erweckt zu werden? So, die dunkle Göttin. Deine Schwestern haben nicht lange geredet, sondern gleich angegriffen. Warum dienst du ihr? Damit hast du Rondra verraten. Deine Schwestern haben nicht lange geredet, sondern gleich angegriffen. Sie reden nicht mit Leuten, die den Göttern dienen. Gib mir einen Grund, warum ich nicht meine Schwestern rufen und dich erschlagen soll. Deine Göttin ist unheilig? Damit hast du deine Seele verloren, oder? Wie kannst du einer Göttin dienen, die ein Skelettgesicht trägt? Weil ich dich sonst erschlage. Deine Göttin ist unheilig, damit hast du deine Seele verloren. Wer bist du überhaupt, dass du so mit mir redest? Ich bin Traviane Brecht, Mitgliederin der zukünftigen Andergaster Geheimgarde. Wer bist du denn überhaupt? Sag du mir erstmal deinen Namen. Ich heiße Laris. Und wer bist du? Ich bin Traviane Precht. Also, wer sagt dir, dass es bei dir anders ist? Mein Glaube. Wir reden nicht über meinen Glauben, sondern über deinen. Mein Glaube. Siehst du? Und mein Glaube hat mich in die Arme der dunklen Göttin geführt. Wie kannst du einer Göttin dienen, die ein Skelettgesicht trägt? Skelettgesicht? Eine deiner Schwestern hat Albträume von dieser Göttin. Albträume? Ich weiß nicht, wovon du redest. Die Göttin ist uns Mutter und Erlöserin zugleich. Du hast auch Albträume, oder? Ja. Ihr Angesicht war grässlich. Dann kehre um. Vielleicht ist deine Seele noch zu retten. Meinst du denn, die Göttin wird mich zurückwollen? Rondra ist der Kampf. Wer kämpft, verdient ihren Respekt. Dann gibt es vielleicht einen Weg. In diesen Mauern ist eine Geweihte der Rondra zu Tode gekommen. Ihre Seele geht um. Meine Schwestern haben versucht, sie zu verdammen. Doch sie können sich der heiligen Aura ihrer Seele nicht nähern. Wenn ihr ihr helft, zu Rondra zu finden, ist sie vielleicht bereit, meine Seele freizusprechen. Wollt ihr das tun? Ach, aber natürlich. Na gut, aber nur weil du bist. Angriff, nein, löffel deine Suppe selbst aus. Aber natürlich alles für die Götter. Seelenrettung. Eine neue Quest. Seelenrettung. Aufmachen. Sprich mit der Rondra-Geweihten. Ein der schwarzen Amazonen will nicht länger der dunklen Göttin dienen. Von ihrem Pakt lossprechen kann sie aber höchst der Geist der Rondra-Geweihten, deren Seele zudem von den Amazonen geopfert werden soll. Ich muss mit den Geweihten sprechen, mit der Geweihten sprechen und sehen, was ich erreichen kann. So.
Alter, jetzt wirst du erstmal bestohlen. Oh, du hast nichts bei dir. Okay. Können wir mit dir nochmal reden? Du kehrst zurück. Hast du es dir anders überlegt? Nein, ich möchte nur etwas, noch etwas von dir wissen. Ich werde antworten, so gut ich kann. Wo ist die Seele der Priesterin zu finden? Drüben in einer der Grabkammern, glaube ich. Die Schwestern wollten sie der dunklen Göttin opfern. Doch sie versagten. Ich werde antworten, so gut ich kann. Wer hat die Priesterin erschlagen? Oh, das weiß ich nicht. Vielleicht geistert sie hier schon seit Jahren umher. Ich werde antworten, so gut ich kann. Wo sind die Gebeine der Priesterin abgeblieben? Ihre Knochen? Keine Ahnung. Mit mir spricht die Priesterin nicht. Okay, danke. Dann weiß ich Bescheid. In einer der Grabkammern. Ach, hier hinten. Ruhelose Seele. Die ist also auf dieser Ebene, oder was? Sogar. Gut, dann machen wir das mal. Weiter geht's. Bitte? Armer Trutz! Flimflam. Flimflam! Bist du? Im Leben war ich Leondri Leuenzunge von Donnerbach. Ich diente der Herren Rondra. Und wer seid ihr? Mein Name ist Traviane Precht. Seid gewarnt. Ein Diener der Widersacherin Borons treibt hier sein Unwesen. Ah. Ein Paktierer? Wie heißt der Mann? Er nennt sich Targatz. Ein kleiner Mann mit Haaren wie weißes Stroh. Ihr müsst ihn getroffen haben, denn er hat sich in den Ruinen eingenistet. Ich habe ihn allerdings schon lange nicht mehr gesehen. Nein, dem Kerl bin ich nie begegnet. Targatz ist ein Gefolgsmann des finsteren Bombarat, dem er in den Magierkriegen große Dienste leistete. Ein wirklich schlimmer Gesell, skrupellos und mächtig. Bombarat? Ist das nicht der Feind von Roald dem Weisen? Sind die Magierkriege nicht bestimmt 500 Jahre her? 500 Jahre? Kann das so lange her sein? Bei Rondra? Ob der Paktierer so lange überlebt hat? Wenn er tot ist, wird niemand mehr meine Seele befreien können. Er hat eure Seele hier gebunden? Meine Seele ist hier gefesselt, dazu verdammt, die Ewigkeit an diesem unheiligen Ort zu verbringen. Das ist nicht gut. Wie schändlich. Lässt sich eure Seele befreien? Er hat meine Gebeine, mein Magischwert und mein Rondra-Amulett genommen und vergraben, damit sie niemals gefunden werden. Hat er gesagt, wo er sie vergraben hat? Nein, so dumm war er leider nicht. Er sagte nur hohnlachend, dass er sie an vielen verschiedenen Stellen vergraben würde. Ich muss also eure Knochen finden. Seid ihr dann frei? Beinahe. Wenn ihr meine Gebeine und die beiden Gegenstände findet und sie in dem Sarkophag hier neben mir in Rondras Namen beisetzt, wird meine Seele den Weg in die Hallen Borens finden. Wollt ihr das wagen? Das will ich tun. Ich danke euch im Namen der Herren. Doch ihr solltet nicht mehr lange zögern. Seit ich hier hausen muss, zieht etwas an meiner Seele. Ich kann mich nicht mehr lange dagegen wehren. Naja, wenn du nicht mitbekommen hast, dass 500 Jahre vergangen sind, ist nicht mehr lange wären bestimmt auch noch ein paar Tage Zeit, ne? Etwas will eure Seele verschlingen? Der Sog seiner finsteren Herren ist stark. Ich fühle ihn in jeder Faser meiner unsterblichen Seele. Sie will mich in die Niederhöllen reißen, doch noch kämpfe ich. Sehr gut, weiter kämpfen. Sog? Was für ein Sog? Irgendetwas haust in diesen Mauern.
Eine Manifestation der Macht einer Erzdämonin muss es sein. Sie ruft nach meiner Seele. Ich wehre mich, doch ich habe nicht mehr viel Kraft. Bald wird sie mich verschlingen. Oh oh, bald wird sie mich verschlingen, sagt sie. Oh oh. Wie bald? Ich werde aushalten, solange ich kann. Doch irgendwann versagt auch meine Kraft. Das heißt, was kann man dagegen tun? Es muss in diesen Gewölben eine Manifestation der Erzdämonen geben. Das ist das Zentrum ihrer Macht. Zerstört es und der unheilige Sog wird verstummen. Doch nehmt euch in Acht. Sie wird es gut bewahren. Hm. Ich denke, ich weiß, was zu tun ist. So, also wenn du weißt, was zu tun ist, ist doch gut. Finde die Gebeine. Ach, da oben, Überreste des Geistes. Da oben sind die einen, da muss ich ja eh nochmal hin. Okay, gut. Hier ist der alte Sarkophag. Ach, hier muss ich es reintun. Dann. Na? Gibt's hier noch irgendwas? Ach so, mein Elementar ist kaputt. Okay. Na gut. Wir haben halt zu viel geschwätzt mit der Frau da. Mit der Geisterfrau. Okay, gut. Wie? Dann musst du einen neuen machen hier, ne? Invoco Elemento. Invoco Elemento. Bitte. Armatrutz. Flimflam. Flimflam. So. Jetzt haben wir alles. Das heißt, da müssen wir zurückkehren, nachdem wir die Seelensache getan haben. Okay. Wir speichern ab. Das ist eine Fledermaus. Fledermäuse. Ja. Was? Angriff! Ja? Ach, die haben nur 12. Ja. Gut, müssen wir die mal Fehlschlag, Fellfetzen, ist klar, gut.
Hier haben wir Kisten. Und hier haben wir noch eine größere Fledermaus. Die hat sogar Giftzähne gehabt, alles klar. So, was haben wir hier? Hier haben wir Kisten, 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 Kisten. Das. Das ist die Grabkammer. Was steht hier? Buch des Gleichgewichts. Wer Magie wirken will, benötigt die Gabe der Berechnung. Dieses Rätsel prüfe den Geiste des Anwärters in seiner Kenntnis mathematischer Verhältnisse. Lege man die Gewichte in die Kisten, so brauche man jedes einzelne der Gewichte auf. Sonst bleibet der Zugang gar verwehrt. Kiste 1 benötigt zweimal so viel Eisen wie Blei. Ach, so ein Quest ist das. Okay, ich hole mir mal schon mal gleich meinen Block zum Zusammenschreiben des Ganzen. Ach, herrje. So. Kiste 1. Zweimal Eisen wie Blei. Einmal Blei. Kiste 2 benötigt so viel Eisen wie Kiste 1 plus 1 dazu. Jedoch doppelt so viel Blei wie Kiste 3. Okay. Kiste 1 Eisen plus 1. Jedoch doppelt so viel Blei wie Kiste 3. Zweimal Kiste 3 Blei. So. Kiste 3 benötigt ein Viertel so viel Eisen wie Blei benötigt wird. Ein Viertel so viel Eisen wie Blei benötigt wird. Das heißt, es benötigt viermal so viel Blei und einmal Eisen. Und viertens, Kiste 1 benötigt halb so viel Blei, wie die Kisten 2 und 3 zusammen benötigen. Und die Differenz, okay, Blei, machen wir erstmal das Blei. Halb so viel Blei, wie die Kisten 2 und 3 zusammen. Also, Kiste 2 Blei plus Kiste 3 Blei durch 2. Und die Differenz an Eisen zwischen Kiste 1 und Kiste 3. Okay. Kiste 1 Eisen minus Kiste 3 Eisen. Alles klar. Ah, und da sind die Kisten. Und sie haben sogar eine Nummer drauf. Okay. Na, dann gucken wir mal, wie wir das Rätsel jetzt lösen können. So. Truhe mit was? Bleigewichten. Eisengewichten. Bitte? Okay. Das kann man unser Magier alles nehmen, ne? Ja. Der ist der Schlaue. Ach so. Ah ja, gut. Haben sie jetzt alle genommen. Okay, gut. Wir lassen es trotzdem den Magier machen. Der Magier ist der Schlaue. So, Kiste 2.
Schallplatte. Ach so, das, das Gewicht ist damit dann verteilt. Okay, Kiste 1. Zweimal so viel Eisen, einmal Blei. Okay. Kleinigkeit. Wir können ja mal 1, 2, 3, 4 reinlegen. 4 mal Blei. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Eisen reinlegen. 4, 5, 6, 7, 8. So. Jetzt haben wir noch 1, 2, 3, 4. Ne, wir nehmen mal ein Eisen raus. Und zwei Blei raus. So, und jetzt haben wir 2, 1. Moment, das passt ja gar nicht. Was ist das? Kiste. Welche Kiste ist denn das jetzt? Erste Kiste. Doppelt so viel. Doppelt so viel. 1, 2, 3, 4. Ja, das geht nicht. Wir machen noch ein Blei rein. Und wir machen noch zweimal Eisen rein. So, wunderbar. Das heißt, wir haben jetzt hier 6 zu 3. Jetzt die dritte Kiste. Das ist die da drüben. Das regel ich. Zwei Eisen und 8 Blei. Nee, wir machen mal ein Eisen. Und 1, 2, 3, 4 Blei. So, jetzt machen wir in die Kiste 2. Kleinigkeit. Da drüben. Da machen wir jetzt zweimal doppelt so viel Blei wie in Kiste 3. Da liegen 4 drin. Also müssen hier jetzt 8 Blei rein. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Und so viel wie in Kiste Eisen wie in Kiste 1. Nur 1 mehr. Also 6 müssen es angeben, müssen es 7 rein. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es passt schon mal nicht. Das heißt, Kiste 1 ist zu groß. Dann machen wir das mal kleiner. Ja, Kiste 1 ist zu groß. Dann machen wir da mal 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So. Ah ne, das ist Blei, das ist ja richtig. 8 Blei ist ja richtig. 5, 6, 7, 8. Ne, aber beim anderen wären es dann 5 Eisen. 3, 4, 5. Okay. Jetzt müssen wir nochmal an Kiste 1 ran. Das geht schnell. Hier müssen wir jetzt erstmal auf 1, 2, 3, 4. Nehmen wir mal die weg. Und noch 2 weg. So. Und jetzt die vierte Kiste. Sehr wohl. In der vierten Kiste müsste dann das drin stehen. Kiste 1 minus Kiste 3 Eisen. Also 4 minus 1.
4 minus 1 sind 3 Eisen. 1, 2, 3, das passt. Und Kiste 2 Blei wären 8. Plus 4 in der dritten wären 12. Durch 2 wären 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5, 6. Eines zu viel. Irgendwo fehlt eins. Das müssten 6 sein. Und das sind dann 3. Irgendwo stimmt was nicht. Eines ist zu viel. Erste Kiste. Hier fehlt eins. Das war's. Wunderbar. Da waren es nämlich 2 und nicht 1. Wunderbar. Ein bisschen herumprobieren und schon funktioniert es. Und hier haben wir die geheimnisvolle Truhe, die Traviane aufmachen darf. Und sie bekommt einen Drehstein. 50 Punkte. Die Vorgänger ist aufgestiegen. Das ist sehr schön. Damit darf er wahrscheinlich Hiebwaffen wieder weitermachen. Genau. Und Bogen darf er auch weitermachen. Sehr gut. Hm? Ja? Ja. Hm? 4000? Ja. 4200. Ja. Sehr gut. Ist doch schön. Die nächste Aufgabe, das war der nächste Drehstein. Sehr schön. Hier noch irgendeine Quest hier irgendwo? Nee, ne? Nettes kleines mathematisches Rätselspielchen. Wir gucken mal. So. Okay. Dann müssen wir jetzt dahin, wo wir ganz am Anfang waren. Hier oben hin, auf diesen Platz von diesen Toten. So. Ich glaube, da oben ist genau der richtige Ort. Aha. Flimflam. Ich denke schon, warum brennt der denn? Aber nein, der läuft halt die ganze Zeit da rum. So, wir haben... Du kehrst zurück. Hast du es dir anders überlegt? Ich werde antworten, so gut ich kann. Hat die Gebeine der Priesterin abgeblieben? Ihre Knochen? Keine Ahnung. Mit... Gut. Weiß ich nicht. Sie ist dumm. Hier ist noch eine Urne. Zum! Okay, es geht nicht. Schade. Einige der Wurzeln sind auch hier durchgekommen. Wir werden das schon schaukeln, ne? So. Wir kriegen das schon hin. Ich frage mich nur, warum das Mikro manchmal so ein bisschen komisch ist mit der Lautstärke. Ich habe den Eindruck, die Empfindlichkeit des Mikros lässt manchmal doch stark zu wünschen übrig, aber es geht ja eigentlich. So. Gut, gehen wir jetzt hier oben rum.
müssen wir halt jetzt nochmal zurück. Durch diesen Weg. Ja, wie lang? Genau. Müssen wir halt nochmal nach da oben den letzten Stein finden. Der wird bestimmt da oben sein. Da ist dieses komische... Da ist dieses komische Buch. Und da oben soll irgendwas sein, auch was diese Priesterin braucht. Ne? Pause. Ja, hier waren wir ja schon, deswegen ist ja alles in Ordnung hier. Deswegen ist alles schon freigekämpft. Da hinten leuchten sogar noch die Fallen, die wir erkannt haben. Und ich weiß, dass ich da hin muss. So, und jetzt hier. Ach. Rondra kam der Löwin. Oh, schön. Mut und Charisma. Unverkäuflich. Zweihandschwerter. Das war also ihr Schwert. So, jetzt stellen wir uns mal alle so bitte hin. Bitte? Gehen wir. Du kannst dich da hinstellen. Ja. Normaler Fall, genau. Du kannst auch noch mal einen Langbogen machen. Was? Und du kannst den... Ah ja, gut, den packen wir mal dahin. Den Schneidzahn machen, so. Jetzt musst du auf das richtige Feld gehen. So. Damit, wenn ich jetzt da hingehe. Ah ja, der muss. Ah. Okay. Hey, warum? Ach so. Spiegelverkehrt. Jetzt. Ah, okay. Was ist das? Oh, da kommen Wachen. Skelettmagier. Na? Ja! Aha. Ja. Bitte? Ist der Magier? Ja. Du kannst auch gerne umschwenken. Bei Angriff schwarz! Sie? Angreifen. Du kannst auch ihn gerne noch ein Ignifaxus machen. Was? Komm, komm! Was?
Angriff! Nein! Jetzt lauft ihr ja auch drauf wieder. Na? Sofort runter da. Dann mal los. Ja, klasse, ey. Ah, oh, du dummer Zwerg, du bist so auf. Doof, weißt du das? Komm. Dahin? Dann. Ja? Stellt euch hier an rüber. Den Eingang, so. Ja. Soll ich schleichen? Und du auch. Bitte. Scheitert euer kleiner Geist an dieser Prüfung, die für bloße Novizen bestimmt. Nein, ich schaffe das auch ohne eure Hilfe. So. Ich wollte nur die Knochen hier erstmal haben. Ach, Scheiße. Nochmal. Ist eigentlich so einfach hier. Komm. So. 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 Zack. 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 Fertig. Das war's. Das war der Drehstein. So. Jetzt können wir die Pfeile wieder wegtun. Ein Wappenschild. Minus 3, minus 3 und plus 3. Ach du meine Güte, das ist ja ein richtig schlechtes Schild. Naja, schlecht im Sinne von, dass man es nicht einsetzen würde, ne? Aha. So. Nochmal beschwören. Löse das Rätsel an der Tür. Alles klar. Finde die Gebeine. Klinge, Amulett und Knochen. Gut, jetzt haben wir schon mal die Klinge. Invoco Elementum. So. Archon Megalon, wir brauchen dich nicht, ne? So dumm sind wir auch nicht. Bitte? Flimflam. So, komm, zurück. Können wir jetzt gleich das Rätsel lösen. Dann müssen wir halt jetzt die richtigen Sachen hindrehen, ne? Ich meine, das eine habe ich schon hingedreht, ne? Frage ist... ob das ausreicht, ne? Wie?
armer Trutz. Ruhe, Körper. Okay, da hinten sind Amazonen. Eins, zwei, Anführerin, drei, vier. Okay. Wir speichern ab. Und ich sage es ungern, aber der Bogen ist jetzt doch besser. Ein Zwerg einbaut. Du als zweites. Du als drittes und ich als letztes. Na? Ja. Hm? Halt, du da! Was hast du hier zu suchen? Die dunkle Göttin ruft nur Kämpferinnen. Ich bin Kämpferin. Kannst du nicht sehen? Dunkle Göttin? Ich bin aus einem anderen Grund hier. Vergeude nicht unsere Zeit. Oder willst du meinen Zorn wecken? Erklär dich! Die Elfen sagen, ich könnte hier ein Heilmittel für meinen kranken Freund finden. Ein Mann, den ich vor der Ruine traf, hat mich in ein Experiment verwickelt. Ich denke gar nicht dran, mich zu rechtfertigen. Okay. Ein Mann, den ich vor der Ruine traf, hat mich in ein Experiment verwickelt. Einem Mann kann man so wenig trauen wie einer Schlange, wenn sie von der Seite schielt. Und dir traue ich noch viel weniger. Schwestern, Angriff! Das war klar. Schwestern, Angriff. Na? So. Gleich mal niederwerfen. Und du machst... einen gezielten Schuss. Ach, ich habe die neue Fähigkeit noch gar nicht drin, ne? Fernkampf. Scharfschütze habe ich doch hier schon jetzt, ne? Ab auf die Anführerin. Hm? Du schnappst dir die zweite Frau dort. Nachdem machst du einen gezielten Stich. Ja? Du schnappst dir die da. Und anschließend die da. Und anschließend die da hinten, damit drei Leute brennen. Ja. Und du haust die platt und danach haust du bei Angriffswart! Okay, komm. Probieren wir's. Ja. Oh, irgendwas hat Schaden genommen. Was? Komm, komm, noch mal eine Runde nehmen. Na? Komm, Angriff! Griff. Rennt. Liegt am Boden. Okay, ist weg. Igni Foxius! Ja! Da! Rennt auch. Wird drauf gehen. Ja! Da! So! Rennt auch. Und weg in sie. Das war's, das waren alle jetzt. Zack. Sehr schön. Ja.
Auch gar nicht mal so schwer. So, jetzt kannst du wieder nach oben gehen. Guano ganz nach hinten. So, dann looten wir mal. Schleifsteine und was die nicht sonst noch so alles bei sich haben. Die hat noch ein Amazonsäbel dabei. Armschienen, dritte. Vierte. Und die fünfte. Alles klar. So. Guck mal, Armschienen. Mhm. 0,1 und 3 Schutz. Sturmwächter Armschienen. 0,0 und 2 Schutz. So, dann machen wir das mal so. Genau. Und das sind Sturmwächter-Armschienen. Minus 1, 4. Kann das wieder nur eine Frau tragen? Den Schild können wir mal hier rüber tun. Hm? Bitte. So, lederne Armschienen. Was? Hast du denn Vorgrims Unterarmschienen? Ach, die sind so schlecht, ne? Ne, komm. Dann kriegt Vorgrim die. Ja. So. Vorgrims Unterarmdinger können in die Kiste. Ja. Ja. Fellfetzen und noch ein Amazonenschwert. Das kann auch dahin, so. Gut. Ich glaube, damit haben wir alles. Was sagt denn das Questbuch jetzt, ne? Löse das Rätsel an der Tür. Okay. Das kriegen wir hin. Erste Drehelement. Zweite. Und das dritte. Jetzt sind sie alle abgegeben. Jetzt nochmal schauen. Was sagte der Spruch hier? Als die Sonne strahlend aufging, beschloss der Kämpfer ohne Namen, den vertrauten Fluss zu verlassen und dem Wind zu folgen. Wohin dieser auch? Okay, Sonne, Kämpfer, Fluss. So, dann drehen wir mal hier jetzt. Okay, Boronsrad. Sonne, Kämpfer, Fluss. Tada! Und Wind hatte ich schon eingestellt. Fertig. Die nächste Runde der Höhle erforsche die Ruine. Geht weiter. Sehr gut. So können wir doch vorankommen. Ja. Armatrutz! Armatrutz nochmal machen. Du kannst deinen komischen Geist nochmal machen. Also drin sollten eigentlich keine Amazonen mehr drin sein. Okay. Elementum. Die standen ja alle draußen. Flimflam. Ne? Entweder kommen die mir jetzt nach. Oder,
keine Ahnung. Also Amazonen sollten eigentlich keine mehr da sein, ne? Achso, habe ich das umgewandt schon wieder? Ja, ein Schwert. Diese Ruine muss aus der Zeit des Franhora stammen. Vor über 1500 Jahren war er Herrscher über das Bosparanische Reich und ein großer Förderer der magischen Wissenschaften. Doch, nun, sein Beiname, der Blutige, spricht sicher für sich. Okay. Haben wir zumindest mal einen Krug. Ich meine, was ich machen könnte, wäre schnell nochmal zurück zum Schiff. Den Kram weglegen, den ich bisher habe. Ne? Ich könnte mal zum Schiff zurück, ja. Und mich mal ein bisschen erleichtern, solange ich hier ja raus kann und mich erleichtern kann. Ne? Sonst muss ich nachher nämlich zwischendrin irgendwann weg, ne? Das will ich ja nun gar nicht, ne? So, gehen wir mal kurz raus. Zurück in den Elfenwald. Können wir das überhaupt machen, ne? Nicht, dass wir jetzt gleich aufgehalten werden. So, dann wollen wir mal. Silberkette. Das passt. Oberkeuler behältst du mal. Ja. Ja. Amazonenhelm, Stiefel. Wappenschild, Amazonenschild. So, jetzt können wir nochmal gucken. Haben wir hier noch was für die Arme? Noch die Elfenrobe. Dicke Fellmantel. Zwei, okay. Was wir mal machen können. Wir könnten eigentlich alles, was waffenmäßig ist oder ausrüstungsmäßig ist, rausnehmen. Also zumindest was waffenmäßig ist, ne? Bolzen und so können wir ja meinetwegen drin lassen. Okay, und in eine andere Truhe hier packen. Zum Beispiel in Vorgrimms Truhe.
hier können wir nämlich rein. Die Bögen, Halbschuhe, oben. So, aber das Rondra, den Rondra-Kamm brauche ich. Weil das ist ein Questgegenstand. Na? Aha. Du hast auch genug? Ja. Okay, gut. Weiter geht's. Und? Hä? Ach, die sind draußen. Überreste des Geistes. Ah, Überreste. Die sind hier draußen. Deswegen. Dann ist es richtig, dass ich sofort hier hingehe. Ja, natürlich. Gut, dass ich draußen lang bin. Er hat gesagt, er hat sie draußen vergraben. Alles klar, natürlich. Hat er sie draußen vergraben. So. Dann müssen wir hier halt noch mal ein bisschen suchen, ne? Glücklicher Zufall. Ich wollte eigentlich gar nicht hier draußen lang gehen, weil ich nur draußen, um meinen Beutel zu erleichtern. Ja, gegen die können wir leicht kämpfen, guck mal, ne? So, da drüben muss das irgendwie sein. Erstmal die hier. Okay, die bringen wir noch zwei. Und weiter. Komme ich eigentlich an Geld? Muss ich nicht irgendwie den ganzen Kram sammeln und dann... Guck mal, da sind schon die nächsten. Jawohl. Die nächste Runde. Er sagt, er hat sie vergraben. Amulett der Rondra. Mut plus 2. Nehmen wir auch mit. Hier drüben ist noch so ein komischer Kopf. Da ist schon was. Im Anmarsch. Gut, weg. Zack. Stufe 7, Guano. Sehr schön. Also, Guano, zeig her. Ja.
kannst Fechtwaffen und Wurfwaffen. Sehr gut. So, was haben wir jetzt hier? Eine auffällige Stelle. Gebeine einer Frau? Mhm. Und jetzt noch das Überreste des Geistes. Was? Gebeine einer Frau. Gebeine sind die vollständig. Okay, dann wieder zurück. Moment, da oben sind noch irgendwelche, die sich lohnen, umgenietet zu werden. Ja. Ja, komm, mach das mal. Invoco Elementum. Gut, weiter. Nächste Runde. Oh, die haben sich echt auf das Elementar fixiert und es gleich umgehauen, ne? Ich muss echt sagen, also das Skelett wird dann hoffentlich besser werden, ne? Und leichter vor allem auch zu steigern sein, ne? Okay, gut, haben wir auch. Weiter geht's. Ist doch gut, wenn die Quest hier draußen zu erfüllen ist, kann ich sie wenigstens gleich fertig machen. Da muss ich jetzt nicht warten, bis irgendwas ist, ne? So, und jetzt müssen wir einmal hier um die Ruine drumherum. Denn das ist ja irgendwo da hinten. Oh, hier ist noch ein Korb. Habe ich den vorhin übersehen? Tatsächlich, den habe ich übersehen. Invoco Elementum. Jawohl, auf geht's. Ah ja, das sind noch so ein paar Fischkäfer oder so, ne? Aha. Bei Angriff Sparvi. Ja. So, wir sind jetzt ein bisschen stärker. Wir sollten das eigentlich schaffen hier. Oh. Aha.
Was? Was? Bitte. Okay. Okay, gut, hat's geschafft. Der erstmal wieder verarztet. Unser Magier, sehr schön. Es gibt mir ein paar Hirschkäfer-Sachen. Fehlschlag. Riesenhirschkäfer. Jetzt zum Eingang. Also irgendwo sagt, da ist es hier, ne? So. Hier ist der Riesenhirschkäfer. Hier ist der komische Mund. Die Beine einer Frau. Das waren jetzt hoffentlich alle Teile, oder? Setze die Überreste der Geweihten. Wenn ich jetzt die Gebeine und die Artefakte zusammen in den Sarkophag bestatte, neben den Geistwacht, sollte Leontriel ihren Frieden finden können. Ja gut, dann machen wir das jetzt. Ach ja, dann kann sie endlich Frieden finden. Und die eine wird hoffentlich ihre Seele wiederfinden von den ehemals Rondra-gläubigen Amazonen. Fehlgeleitete schwarze Amazonen, die hier drin einfach irgendwas suchen, ne? Ja. Und die habe ich in Teil 1 die ganze Zeit gesucht, weil ich war mir über diesen Tempel hier und so, dass hier Amazonen drin sind, war ich mir schon bewusst, ne? Nur irgendwie habe ich gedacht, das wäre in Teil 1 gewesen. Und nicht in Teil 2. So, jetzt gehen wir wieder runter. Archon, Megalon, Megan, Mechatron, wie heißt er? Argon, Archon. So, also. Helfen wir jetzt der verstorbenen Rondra geweiht. Steht da vorne, okay. Ja. Die kriegt's ja gleich mit, wenn ich helfe, ne? So. Aha. Sicherheit geht vor, du zauberst die erstmal ein. Invoco Elementumatrutz. Bis jetzt. Du kehrst zurück. Hast du die Knochen der Priesterin gefunden? Ja, habe ich. Das habe ich. Sie lagen unter den Steinschädeln. Dann ist jetzt die Zeit gekommen, dir die Wahrheit zu sagen. Wieso?
Du bist einer List aufgesessen. Ich habe dich nur benutzt, um an die Knochen der Priesterin zu gelangen. Dank deiner können wir ihre Seele nun doch noch der dunklen Göttin opfern. Oh, du arme, arme, arme. Bei den Niederhöllen, Verräterin, stirb! Schwestern, tötet sie! Welche Schwestern? Die da. Hat sie 38, alles klar. Gut. Na? Welche Schwestern denn? Die da oder was? Die Schwestern. Guck mal, da ist eine mit dem Spieß. Die machen wir mal nieder. Die machen wir mal gleich niederwerfen. Und danach kannst du einen da draufhauen. Ja. Einen brutzeln. Und du brutzelst. Die eine weg. Die andere weg. Und die dritte weg. Hm? Und du machst das. Oho! Machst das. Machst das. Guter Plan. Okay. Ja. Sieht gut aus. Nur noch 9. Bitte? Ja. Ja, komm gleich noch. Ja! Und du kannst gleich noch so eine machen. Okay, die ist weg. Hm? Wie? Na? Ja? Okay, so viel zum Thema. Wir haben dich benutzt. Tötet sie, Schwestern. Wir haben euch benutzt. Und jetzt gehört uns das, was ihr bei euch tragt. Alles. Naja gut, die hat nur 8 Heller dabei. Die hat immerhin ein Silber dabei gehabt. Da ist noch eine. Die hat immerhin einen Schleifstein noch gehabt. Und Laris? Einen magischen Säbel, die dunkle Göttin. Dann gucken wir doch mal. Ein magischer Säbel. Und ein Buch, die dunkle Göttin. Ja. So, gucken wir mal. Identifizieren. Dieser Säbel trägt eine Löwin als Knauf, das heilige Tier der Kampfgöttin Rondra. Effekt 50% Chance bei einem Treffer mit dem Segen Rondras Körperkraft plus 2 K.O. für 10 Sekunden gestärkt zu werden. Nur Amazonen. Oh, schön. Kann ich also nicht benutzen. Ein Buch, die dunkle Göttin. O Göttin, wähle mich, dir ewig zu dienen, dein Schwert der Rache zu sein. O Göttin, wähle mich, dir ewig zu dienen, die Frevler zu finden. O Göttin, wähle mich, dir ewig zu dienen, das Blut der Rache zu ernten. O schwarze Göttin, dir ewig zu dienen, der Sinn meines Lebens soll sein. Ah ja, okay. Kommt vielleicht auch der Magier. Gegenstände können nicht an Gastcharaktere oder an sich selbst übergeben werden. Achso, hat Jakon schon. Alles klar. So. Dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal reinlegen, was wir so haben. Ja. Ah, hier. Mhm.
Amulett, das. Amulett Rondra ist natürlich auch schön, ne? Aber gehört alles dazu. Und das. Die Seelenrettung ist abgeschlossen. Die Herren sei gepriesen. Die Fesseln sind von mir abgefallen. Ich kann Rondras Hallen bereits hören. Das Schwertgeklirr jener, die sich auf den letzten Kampf vorbereiten. Oh, seid bedankt. Ich habe es gern getan. Für eine Priesterin der Zwölfe ist mir keine Mühe zu groß. Euer Lohn soll mein Weinschwert und das Amulett sein. Die Klinge trägt den Namen Leuenzunge. Führt es im Namen Rondras und es wird euch auf jedem noch so gefährlichen Weg behüten. Sehr schön. Das Amulett wird euer Herz im Angesicht des Feindes mit Mut erfüllen. Geht mit dem Segen der Götter. Dank sehr. Und jetzt erhalten wir das Eid wieder zurück. Sehr schön. Schon so. Erledigt. Ja, da ist jetzt nicht mehr drin, weil ich habe es jetzt eh bekommen, ne? Ist noch ein Amazonensäbel. Aha. Ja. Säbel der Göttin, Amazonensäbel. Ein Rondra-Kamm. Ja, die Zweihandwaffe kann halt auch niemand einsetzen. Hier einmal Mut. Ja. Ja. Was? Menschenkenntnis plus 3. Mut plus 2. Komm, Mut. Hm? Was? Ja. Ja. So, das kann auch dahin. So, wunderbar. Damit ist dieses Quest auch abgeschlossen. Und ich gucke gerade auf die Uhr. Ziemlich lange haben wir jetzt gebraucht dafür. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es weitergeht, hier mit Captain spielt das schwarze Auge. Bis denn, ne?